Aber von mir auf jeden Fall Respekt an Justin. Ihr müsst mal schauen, der streckt seine Videos echt nicht auf 10 Minuten. Hier 8:33, 8:55, 8:58. Das ist jeweils eine Minute, die du länger labern müsstest oder so. Und dann hast du ein 10-Minuten-Video. Hier 9:31, 9:53. Krass, ich höre, wegen 7 Sekunden. Ganz ehrlich, ich würde es dem sogar gönnen. Weißt du, ich meine, mach ein 10-Minuten-Video, mach einmal noch zusätzliche Werbung rein oder zweimal. Und dann knallt es. Dann verdienst du doppelt so viel Geld damit. Und ich denke, YouTube verdient dann auch mehr Geld damit. Ich denke, ein 10-Minuten-Video oder über 10-Minuten-Video ist für YouTube eigentlich, also das rentiert sich mehr. Die werden damit auch mehr Geld machen. Definitiv. Ich würde mal sagen, wir geben uns hier das UFO 361-Video, das neue von ihm, vor 6 Stunden. 100.000 Aufrufe. Ja, Justin hat 338.000 Abonnenten. Ja, ich würde mal sagen, wir gönnen uns einfach mal das Video. Ich denke mal, das wird sich um die Musikvideos handeln von ihm. Was er in den Videos jetzt, ja, zuletzt angehabt hat und so. Sein Schmuck natürlich 200.000. Schau mal. Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Style-Check. Und zwar gibt es heute einen Style-Check von UFO361. Der ist eigentlich schon ganz lange überfällig, beziehungsweise ein weiterer, weil ich habe vor über einem Jahr schon einen gemacht und habe gedacht, niemand hat bisher in Deutschrap seinen Style so positiv nochmal on top verändert wie UFO. Ich feiere diese Jacke mega. Deswegen würde ich sagen, ja, fangen wir an. Ich habe mir wieder sechs Bilder rausgesucht und wir starten direkt mit dem ersten Bild. Man muss sagen, dass. Diese Mahan-Einspieler sind auch legendär. Feier ich, geil, feier ich. Das UFO-Style vor einem Jahr wirklich schon echt in Ordnung war und wo noch nicht so viele Leute mit Designer-Fashion zu tun hatten im Rap-Game, hat UFO sich damals schon ein bisschen von den anderen abgehoben. Jetzt, wo irgendwie jeder was mit ja, Designer-Klamotten zu tun hat, hebt UFO sich aber nochmal umso mehr ab. Er fährt nämlich auf seinen Bildern und mit seinem Style generell auch so ein bisschen diese amerikanische Wave, die gerade abgeht. Ich meine zum Beispiel das, was Gunna gerade macht, Lil Uzi Vert, also zum Ja, Beispiel. der inspiriert sich auch voll vom amerikanischen Film, das merkt man ja. Aber es ist bei den meisten so, egal ob es jetzt von der Musik her ist, das kommt alles von Amerika oder vom Style her. Ein Outfit posten. Ich zeige euch jetzt einfach mal das erste von UFO. Ihr seht es hier eingeblendet. Und dann kann man swipen und sieht von jedem einzelnen Teil so die Close-ups und so. Das ist ja so voll dieser Ami-Vibe und den fährt UFO eigentlich ganz gut. Und ist so eine der wenigen in Deutschland, die das machen, wo es jetzt nicht cringe ist. Und ja, wir fangen mit dem T-Shirt an. Das ist ein ganz normales blaues Basic-Tee. Also, soweit ich das jetzt erkennen kann, ist das jetzt kein Designer-Piece. Könnte natürlich aber auch sein. Und irgendwie sind die Ami-Rapper ja gerade auch so drauf, dass nicht mehr alles mega oversized getragen wird und so halt auch UFO. Man sieht hier auch gut seinen Wohlstandsbauch. Grüße gehen raus. Ja, dann ein Gucci-Gürtel. Übel, der schämt sich auch nicht, den Bauch zu zeigen. Wo habe ich jetzt das letzte Bild gesehen? Ich glaube bei Datalove auf seinem Instagram, auf seinem Insta-Account. Da hat er auch ein Bild und boah, was für ein Bauch. Krank. Und eine hellblau verwaschene, ich tippe mal, das ist eine Amiri Jeans. Ja, dann diese Versace Chunky Sneaker. Und ich habe letztens noch in irgendeinem Video, ich weiß nicht mehr, wo das war, gesagt, dass man solche Schuhe nur tragen kann, wenn man wirklich so ein bisschen stämmiger ist, etc. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und UFO ist auch genau wie ich ein großer Fan von Color Matching. Deswegen finde ich es hier auch ganz gut, dass diese beiden Blautöne so gut zusammenpassen. Das Einzige, was mich stört, ist eigentlich dieser blaue Ton, weil ich finde, das ist eigentlich nicht so eine angenehme Farbe für Kleidungsstücke, aber fällt halt auf. Das Outfit ist jetzt nicht geisteskrank krass, aber es ist schon mal ganz nice und damit wollte ich halt zeigen, dass das so dieser Ami-Style ist, den UFO gerade fährt. Und genau deswegen kommen wir jetzt auch zu seinen Ketten. Das gehört zum selben Post, das war so ein Swipe-Bild. Naja, das ist echt krank. Ja, okay, da geht seine Insta-Bilder durch. Ja, einfach krank. Also 200.000 für seinen Halsschmuck oder so. Ist überheftig. UFO hat mehrere Ketten hier auch an. Also wir sehen hier auf jeden Fall schon mal eine Cuban Link mit. Also die Aufnahme, die hat sich irgendwie von meinem PC gelöscht, deswegen muss ich den Teil jetzt nochmal separat abfilmen. Wir geben uns einfach mal weiter das Video hier bei 2:23. Also es geht um UFO, sein ja, Halsschmuck für gefühlte 200.000. Schon mal eine Cuban Link mit Brillantschliffdiamanten und Baguette-Schliffdiamanten.
Dann hat die Kette diese Wave-Anhänger auch ebenfalls nochmal mit Baguette-Diamanten und Brillantschliff-Diamanten. Das ist wirklich geisteskrank. Dann hat Ufo eine Tennis-Chain an, an der dieses Stay High-Logo hängt. Und dann noch eine Tennis-Chain, die glaube ich aber Gelb-Gold ist und nicht Weiß-Gold. Und ja, das ist wirklich also geisteskrank dekadent. Und da muss man ja auch ehrlich sagen, welcher deutsche Rapper ist so in diesem Chain-Game wie Ufo? Ich glaube, da kann dem niemand was vormachen. Da ist Ufo auf jeden Fall sehr, sehr... Ja, da ist der mehr oder weniger der Einzige eigentlich. Klar, so im Bereich Uhren und so sind die alle, aber jetzt so Ketten, Tennis-Chains oder so, eigentlich nur Ufo. Weil der halt voll den amerikanischen Vibe fühlt, deswegen. Krasser Vorreiter. Wenn man da mithalten will, muss man auf jeden Fall auch sehr krass in die Tasche greifen. Wir kommen zum nächsten Bild. Auch ein sehr cooles Foto, also von der Fotografie her, sage ich jetzt mal. Ufo trägt hier ein Prada-Hemd. Und da muss ich auch sagen, so Hemden können eigentlich auch nur wenige tragen, ohne dass es direkt ein bisschen affig aussieht. Hier kommt das echt cool. Ufo trägt eine schwarze Cargo-Hose. Marke habe ich jetzt nicht erkannt, aber das Prada-Hemd ist natürlich unverkennbar mit diesem gesplitteten Design. Einmal hier diese... Das ist übel nice. Also wie der schon gesagt hat, hier... Die Hälfte ist halt so in diesem Rot-Schwarz und die andere Seite mit diesen Blitzen, übel geil. Feier ich. Blitze und dann auf der anderen Seite, was ist das? Ich glaube Rosen und irgendwelche schwarzen Blätter und so. Ja, Ufo trägt hier auch wieder die Kette mit dieser Büroklammerkette. Und da habe ich auch gesehen, Summer Jam hat vor einem Monat oder so auch irgendwie sowas mit so einer Iced Out Büroklammer-Chain in seine Story gepostet. Und das haben die Amis ja schon auch wirklich ewig. Also Virgil Abloh hat ja auch schon, keine Ahnung, seit ein, zwei Jahren dieses eine Bracelet mit diesen Büroklammern dran. Lustiger Trend auf jeden Fall und hier auch wieder ein sehr stimmiges Outfit von Ufo. Wir kommen zum nächsten, auch wieder Color Matching von der feinsten Sorte. Ufo trägt hier... Ich glaube, das war von dem Shot-Dreh, oder? Ich glaube von Shot. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Schwarze Chanel-Sneaker bin ich nicht so der Fan von, ist aber so ein bisschen dieser Gunner-Style, den Ufo, glaube ich, ganz gut feiert. Dann eine schwarze Amiri-Jeans mit so weißen Streifen an der Seite. Da muss ich auch sagen, es gäbe, glaube ich, passendere Hosen als Amiri-Jeans, aber halt auch das ist so ein bisschen dieser Gunner-Style. Dann ein weißes Basic-T-Shirt, darüber schon wieder ein Prada-Hemd und eine grüne Schwimmweste. Den Trend hat der Schwimmwesten-Boss natürlich auch schon aufgegriffen auf Instagram. Wer da noch nicht folgt, sollte das auf jeden Fall nachholen. Aktuell auf jeden Fall bei mir auf Insta wirklich geisteskrank. Also zum jetzigen Zeitpunkt habe ich 424k Follower und meine Bilder gehen in letzter Zeit unnormal ab. Also ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank an alle, die da unterwegs sind. Passend zu dieser neongrünen Schwimmweste hat Ufo noch eine neongrüne Versace-Sonnenbrille an. Und da muss ich auch sagen, würde ich jetzt so jemanden auf der Straße sehen, würde ich denken, was? Aber keine Ahnung, weil er halt Rapper ist und wahrscheinlich nicht so auf der Straße rumläuft, sondern vielleicht eher bei Auftritten etc. mit dieser Schwimmweste und so. Ist das schon ein ganz gelungenes... Ja, das war ja nicht für die Straße so. Obwohl ich denke, dass der auch so auf der Straße rumlaufen würde. Aber das war fürs, ich denke, das war fürs Musikvideodreh. Weil der hatte dasselbe Outfit auch im Video angehabt. Cooles Outfit. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Auch hier hat Ufo wieder eine Amiri-Jeans an. Das ist die vom ersten Bild. Also jetzt sind wir uns sicher. Der hat, glaube ich, sowieso fast nur Amiri-Jeans. Also der hatte mal Instagram eine Story gemacht. Hatte sich einige geholt. Die diese weißen Streifen auf der Seite hat. Dann trägt er die Balenciaga Trackrunner, ich glaube, die heißen so. Von denen war ich noch nie ein Fan, konnte ich mich noch nie mit anfreunden. Ich feiere die auch jetzt bei Ufo nicht so krass, muss ich sagen. Aber ja, wir kommen zum Hoodie. Es ist einfach ein schwarzer Basic-Hoodie, glaube ich. Ich erkenne da jetzt kein Branding drauf, wo ich jetzt draus schließen könnte, dass es ein Designer-Piece ist. Aber bei der Jacke ist das der Fall, und zwar ist das eine Alex-Jacke. Ich weiß nicht, ob die pur von Alex ist oder von Dior, weil Matthew M. Williams hat ja auch für Dior einige Sachen mit diesen Verschlüssen, für die Alex bekannt ist, gemacht. Und deswegen könnte die sowohl von Dior als auch von Alex sein, aber ich meine, die wäre von Alex und die ist, glaube ich, auch geisteskrank teuer. Also ja, heftiger Drip, Bro. Feier ich unnormal. Nee, aber tatsächlich muss ich sagen, auch hier, also ich finde, Amiri-Jeans können cool kommen, auch so T-Shirts etc. Aber wenn du so diesen Ami-Vibe fährst und da kriegt irgendwie nur Gunner das hin mit diesen Amiri-Jeans, dann passt so zu so einer Alex-Jacke keine Amiri-Jeans. Ich finde das so ein bisschen so Stilbruch. Muss ich ehrlich sagen. Kommen wir dann zum vorletzten Bild. Und zwar hat Ufo hier eine Louis Vuitton-Weste an. Und da habe ich auch wieder so ein bisschen diese... Also diese Louis Vuitton-Weste, die sieht doch komplett beknackt aus. Also mal ehrlich. Also meiner Meinung nach.
Aber muss jeder natürlich selber wissen. Ne? Genauso wenig wie die Schuhe. Ist nicht so mein Ding, aber jeder so wie er mag. Parallele zu Gunner erkannt, ich blende es euch mal ein. Gunner hat auch auf diesem Bild hier, ich habe das Ja, Bild Mann. auch im Gunner-Style-Check verwendet. Falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal mal nach dem Gunner-Style-Check suchen. Hat er die Weste auch an und nur weil er jetzt die Weste anhat, ist der Style natürlich nicht gleich. Aber ich finde, in dem Style von UFO und im Style von Gunner gibt es einige Parallelen. UFO trägt darunter noch einen weißen Hoodie und einen weißen Ton-in-Ton Louis V. Belt und ich feiere generell diese Ton-in-Ton-Sachen, die Virgil in letzter Zeit bei Louis rausbringt, sehr krass. Deswegen, ja, sehr cooler Gürtel, passend zum weißen Oberteil. Dann eine dunkelblaue Jeans. Ich glaube, es ist entweder Amiri oder Saint Laurent, würde ich jetzt mal tippen. Könnte aber auch was anderes sein. Also in Jeans erkennen bin ich wirklich nicht der Profi, weil man da halt zu wenig Anhaltspunkt hat. Und hier hat er auch die Dior B22 Sneaker an. Sehr coole Schuhe, sind aber sehr klobig. Also sehen nicht bei jedem sehr klobig aus, weil UFO halt einfach ein bisschen stämmiger ist, sag ich jetzt mal. Ich hatte die auch im Dior Store an vor, keine Ahnung, 4, 5 Monaten oder so, lass mich nicht lügen. Und bei mir sahen die halt einfach nur wack aus, so. Deswegen ja, habe ich sie mir nicht geholt, aber Victor hat zum Beispiel auch, bei ihm sehen die cool aus. Erstes Outfit, wo ich sagen muss, okay, hier ist jetzt nicht so wirklich dieses mega Color Matching von einer speziellen Farbe, die so mega raussticht, wie jetzt zum Beispiel bei dieser neongrünen Versace Brille und der Schwimmweste. Und das letzte Outfit von UFO, was ich euch zeigen wollte, da ist er sogar mit Gunner auf einem Bild, also bestätigt vielleicht auch nochmal so ein bisschen das, was ich vermutet hatte, auch weil die ja ein Feature zusammen gemacht haben, was auch ein cooler Track geworden ist. Ja, mit dem Outfit muss ich sagen, kann ich... Gerade zum Track kann ich auf jeden Fall sagen, schade, dass da kein Musikvideo dazu entstanden ist. Das fand ich auf jeden Fall schade. Ich denke, ein Video, das wäre schon geil gekommen. Nicht so viel anfangen, aber ich habe es mit reingenommen, weil ich Goyard unnormal feier und das eine heftige Tasche ist, die UFO da hat. Ich glaube, Reezy hat ja jetzt auch eine Goyard-Tasche geholt. Also dieses Goyard-Movement im Moment ist ja auch sehr am Kommen. Dann ja, hat UFO hier so einen gelben Mantel an. Ich weiß nicht, sind das Tiger-Prints da drauf oder so? Bin ich kein Fan von, auch dieser Gucci-Gürtel, so, ja, keine Ahnung, da gibt es coolere Gürtel. UFO hat ja auch Dior-Gürtel, Louis-Gürtel oder so, die man da auf jeden Fall besser hätte verwenden können als einen Gucci-Gürtel. Und dann muss ich sagen, eine Sache, die mir absolut gar nicht gefällt, eine Jeans-Shorts. Also ich bin in den letzten Jahren nie Fan von Jeans-Shorts gewesen. Ich weiß nicht warum, ich konnte damit nie was anfangen und ich finde das auch bei anderen nicht cool. Kann ich nichts mehr anfangen. Dann weiße Tennissocken, die so ein bisschen runtergeschoben sind. Tennissocken, finde ich, die müssen immer relativ clean aussehen, weil das sonst wirklich so ein bisschen gammelig aussieht, sage ich jetzt mal. Und dann so Latschen mit so zwei Straps drüber. Wenn man schon diese Latschen mit diesen zwei Straps holt, dann hätte ich sogar eher die von Palm Angels geholt oder sonstige. Die UFO aber auch auf irgendeinem Auftritt anhatte, wo er, der hat irgendwie so ein Bild mit Luciano gemacht, da hat er diese Latschen an, die ich meine. Die hätte ich cooler gefunden als hier die. Aber ja, wie gesagt, die Goyard. Also ich finde beide Latschen übertrieben beknackt. Ich weiß nicht. Nicht so mein Ding. Abwechslung sehr heftig und da wollte ich einfach nochmal so ein bisschen die Markenvielfalt, die UFO auch an den Tag legt, zeigen. Und UFO legt halt nicht nur diesen Street-Style an den Tag, sondern es gibt auch Bilder von ihm, wo er diese übertrieben krasse, schicke Saint Laurent-Jacke anhat. Ich muss mal schauen, ob ich ein Bild finde, dann blende ich es euch hier ein. Ja, da muss ich sagen, UFO im Moment wirklich wahrscheinlich unter den Top 3 Best-Dressed Deutsch-Rappern. Und deswegen gibt das von mir eine 1-, weil wirklich nur minimale Sachen, die mich da jetzt stören würden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, also UFO hat schon übertrieben geilen Style. Gerade so Amiri, Dior, auf dem Trip ist er eigentlich. Ja, gut, manche Sachen feiere ich, manche nicht, aber an sich hat er einen brutalen Style auf jeden Fall. Die 1- von Justin ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr UFO-Style findet. Und ja, dann würden wir mal schauen, was so in den Trends mittlerweile ist.